Ja, hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Pathfinder Kingmaker. So, ich warte diesmal, bis sie ausgeredet hat. So, auf in den Kampf. Dann geh in den Kampfrausch rüber. Weil ihr kriegt so viel Schaden dadurch. Na egal, unser ganzer Stamm greift jetzt an. Du kannst dann nur den Angriff machen, du kannst leichte Wunden heilen bei dir und du kannst direkt mal anfangen. Die magischen Geschosse auf den zu feuern. Ah ne, warte, du kannst mal eben eine Kreatur beschwören. Ich hasse es. Ah gut, sie macht es. Hm. Ich krieg die jetzt gerade nicht hoch, oder? Weil ihre Verwundung zu schwer ist. Trink was. Und du mach den positiven Energiefokus. Let us strike as one. Mach mal Defensivkämpfen hoch. I'll survive. I always survive. Me. Ach, die hat mich kritisch getroffen jetzt, ne? Das ist doch alles Kacke. Schild ist ja nur für mich. Bitte doch nicht, ey. Sehr schön. Diesmal haben alle überlebt wenigstens. So, ich finde es schön, dass ihr euch als Mitglied meines Stammes seht. Du schaltest das sofort ab. Und diesmal häuten wir ihn sogar richtig. Aber es musste, also ich musste den Kampf nochmal machen. Es ging nicht anders. Patience. I'm listening. Give the order. And Lindsay was called forth. We should move. Here. Yes. I am never wrong. Ein richtiger Heiler fürs Team war wirklich mal eine geile Investition. Hoffen wir mal, dass nicht hier gleich ein Sumpf Ding irgendwas ist und dann rutsche ich da irgendwo runter. Dann heißt es, oh, du bist tot, weil du in den Sumpf runtergefallen, beziehungsweise du bist eingesumpft worden. I'm there. Und blub, bist du weg.
Anscheinend gibt's nicht mehr zu entdecken hier. Dann entspannt euch erstmal. I heard that in a faraway tribe, people entertain themselves by throwing huge logs. Whoever throws it the farthest is the strongest. Das machen die Iren. Throwing logs. What weaklings. The mammoth lords lift mammoths. I used to lift two at once. Ja, alles hat funktioniert. Harim hat noch ein paar Leute geheilt. Links ein bisschen und wir haben unseren Bonus vom Kochen. Als Amiri von dem riesigen Wildschwein erfuhr, dass die Gegend in Angst und Schrecken versetzte, bestand sie darauf, es selbst zu töten. Auf zum Tempel des Elchs. Wenn wir durch den Wald finden. Oh, Zufallsbegegnung. Hä? Magier der Technikliga, eine Gruppe schwer bewaffneter Kämpfer nähert sich. Einer von ihnen erhebt das Wort und deutet auf dich. Hey, ihr da, kein Schritt weiter. Kalana, wie wär's mit dem da? Wäre er in Ordnung? Die Anführerin der Gruppe mustert dich mit ihren kalten, wachsamen Augen. Der da? Ich denke schon, aber mir gefällt seine Nase nicht. Sie mustert deine Gefährten sorgfältig, aber gleichgültig. Als würden sie Waren auf einem Markt prüfen. Hört zu, ihr Landstreicher. Wir sind von der Technikliga. Unser Sklave ist gestorben und wir brauchen Ersatz. Einer von euch wird uns begleiten. Der Rest kann machen, was er will. Versucht nicht, euch zu widersetzen, wenn ihr nicht wollt, dass wir euch alle töten. Entscheidet nun, wer mit uns gehen wird. Was ist diese Technikliga? Eine sehr ernsthafte Organisation aus Numeria. Leute, mit denen man sich besser nicht anlegt. Das gilt übrigens auch für dumme Fragen. Wir schaffen das nicht, es sind zu viele, was sollen wir tun? Opfert mich, ich bin stark genug, um das durchzustehen. Außerdem weiß ich, dass ihr mich irgendwann befreien werdet. Eure Zeit ist abgelaufen, lasst uns unnötige Komplikationen vermeiden. Wen von euch soll ich mitnehmen? Boah. Bleibt die Frage. Wenn ich angreife, sterbe ich bestimmt. Man kann es ja einmal versuchen, ne? Grober Fehler. Ja, zünden wir mal alles, was wir haben, oder? Valerie, du bist Schwertkämpfer der Technikliga. This will hurt. Do not falter. Magier Technikliga. You should have run. Repent. Ne, ihr müsst die an den Seiten auch kriegen. Ihr müsst nach hinten erstmal. Dann werden wir sehen, wie stark die sind. Du zauberst ein Monster herbei. Du kannst jetzt umdrehen den Magier angreifen. Du hast den Affen im Moment aktiviert. Und wirst die magischen Geschosse auf den oben anwenden.
Erster Treffer minus 7. Na toll. Du segnest alle in deiner Umgebung. Weil man bedenkt, ich hätte mich selbst in Gefangenschaft begeben können. Oh, der hat einen Wolf herbeigezaubert. Dann versucht auch mal den benommen zu machen. Kana wirft einen verächtigen Blick auf deinen gefallenen Gefährten. Das ist der Grund, warum ihr euch dem Willen der Technikliga nicht hättet widersetzen sollen. Schluss mit dieser Komödie, steckt die Waffen weg, ich werde diesen Kadaver mitnehmen. Betet, dass den Rest von euch nicht dasselbe Schicksal widerfährt. Überlasst ihn diesen zerbrechlichen Leib, solange noch Leben in ihm ist, und dann holt, was von ihm übrig ist. Wir kämpfen bis zum letzten Atemzug. Ein schwerer Fehler. So, alles cool. Oh, manchmal ist das so... Alles ist so nah dran, ey. Wie sieht das eigentlich bei dir aus? Willst du nicht mal Musik spielen für uns? Ach, guck mal, wer wieder steht. Wo willst du ihn jetzt hin? Ach, die ist verängstigt für 23 Sekunden. Das ist schlecht. I'll survive. I always survive. A miserable. Okay, war vielleicht nicht so die beste Wahl zu kämpfen. Ich versuch's nochmal. Mit Fokus auf die doofe Kuh. Ah, shit, der hängt schon an 2. So, du sprichst mal den Segen direkt aus. Du kannst die Musik spielen. Was? Ey, weil ich die jetzt angegriffen habe, ist sie direkt getürmt. Repent. This will hurt. Da sag ich mal, was ein Feigling. So viel zu meinen Sturmangriffen.
Das ist doch alles Bullshit. Autsch. Ihr seid alle tot. Ich glaube, da unten hängt der Affe von dem Typen. Schön, alles Fehlangriffe. Und da stirbt schon mein Kollege. Es mag sein, dass der normale Kampf... die schwerste, also schwierigste Entscheidung ist. Aber es ist möglich. Das muss möglich sein. Boah, die kriegt direkt zwei Hits und fällt halbtot um, ey. Da fällt dir nichts mehr zu ein, zu so einer Scheiße dann. Wer ist denn umgefallen jetzt? Ach, der Zwerg wieder. Bin ich die doofe Kuh auch geworden. Let us strike it one. Serves you right. You should have run. Wenn diese dämliche Kuh jetzt nicht endlich mal stirbt da hinten, wird es auch wieder schief gehen. I require healing. What? A miserable last chapter. Avenge me. Das wird wieder nix, ey. I always survive. Das ist echt scheiße. Was sollen wir machen? Nehmt mich. Ihr? Nein, ich mag euch nicht. Ich sehe es euch an der Nase an. Ihr macht nichts als Ärger. Nein, wird jemand anderen. Valerie, ihr werdet Geduld haben müssen, aber wir werden euch befreien. Mein Leben liegt in euren Händen, lasst mich nicht im Stich. Ohne dich deines Blickes zu würdigen, legen Kalanas Handlanger deinen Gefährten Ketten an und ziehen ab. Der Spur folgen, unseren Gefährten retten. Ja, ist aber das Einzige, was wir machen können. So was ist mir ja noch nie passiert in irgendwelchen Spielen. Die heimtückischen Schergen der bedrohlichen Technikliga sind in der Wildnis der geheimnisvollen Raublande verschwunden, aber nicht lange. Wir werden sie bald haben. Doch zunächst müssen wir ihre Spur finden. Wissen Natur. Und dazu suchten wir nicht länger nach einer Vereinfachung unserer Arbeit, sondern folgten der Spur der Technikliga. Wie bereits geschrieben sind die Raublande ein einziges Geheimnis mitten im Dickicht, und zwar in einem ausgesprochen dichten Dickicht.
Und zwar, Moment, die Schergen der bedrohlichen Technikliga, die wir erinnern uns, auch noch heimtückisch sind, nutzen die Besonderheiten der Landschaft, um ihre Spuren zu verwischen. Wir wanderten lange im Wald herum, bekamen in einem Sumpf nasse Füße und wurden von wilden Himbeeren zerkratzt, aber am Ende fanden wir das Lager doch. Oh, aber was soll ich gegen die ausrichten jetzt im Lager? Da ist ja die Lage noch schlimmer. Adventures can wait. More strength fades. Möchte sich ausruhen, weil alle sind erschöpft. Ja. Essen ist ruiniert. Wir haben übrigens keine Wache. Vielleicht kann ich mit der Technikliga auch irgendwie verhandeln. Hat ja jetzt am Anfang auch schon so gut funktioniert, ne? In due time. Sind die irgendwo in dem Berg? Ah, da oben. Da liegt Valerie. Ja, jetzt konnte ich mir endlich mal den Namen merken, nachdem sie entführt wurde. Sind mir die Leute eigentlich hier feindlich gesonnen? We should move. One with the shadows. This will hurt. Tear them apart. Ja, sind noch mehr Gefangene, die wir befreien können. Aber es scheint so, als wenn hier nicht so viele Gegner rumlungern. Repent. I still got it. Toll, habe ich direkt zwei wundervolle Treffer kassiert. Wo ist meine Musik? Ohne Musik kann ich nicht denken. Na? Wie wär's, junge Dame? We shall overcome. Aua. Ach so, der ist gestorben. Dann ist alles okay. You should have run. Er verfehlt die ganze Zeit mit dem Strahl und die magischen Geschosse. Die hat noch volle HP. So, du heißt das leichte Gebrechen. Sehr schön, das war ein guter Run. Dann versucht die benommen zu machen. Forwards. Habt ihr irgendwas Sinnvolles? Ja, die Bögen. Die Schuppenpanzer brauchen wir nicht. Schokolade haben sie auch ein bisschen dabei. Und das war's. Die Gefangenen befreien. Na, Valerie? I am yours to command.
Was sagst du? A trivial task. Octavia. I'm off. Geht auf die Jagd und bringt reichlich Fleisch mit. What for Gorum? So, da werden anscheinend Octavia und Lindsay uns helfen beim Kampf gegen die anderen. Your life bets low. Let us strike and run. So viel dazu, Technikliga. So, konzentriere dich darauf, Kalana zu töten. Die darf uns diesmal nicht entkommen. Miri, konzentriere dich auf den Wolf. Oh, Miri hat schon so einen Hit bekommen, dass sie uns gleich aus den Latschen fällt. Euch darauf, den anzugreifen. Sieht nämlich nicht so aus. Sieht so aus, wenn ihr immer da vorne rumhantiert. So, du beschwörst mal einen. Viel hat er nicht mehr, mein Gott. Wie viele kann ihr denn beschwören von den Mistviechern? Segne die Gruppe, wenn du schon da vorne rumgammelst. Da kommt unser Wolf. Ah, sehr schön. Sie ist tot. Kalana wirft ihre Waffe weg und hebt ihre blutverschmierten Hände. Gnade, tötet mich nicht. Der Halbbock entblößt seine Zähne. Das sagst du jetzt, Miststück? Das wollte ich schon lange tun. Er wirkt einen Zauber und auf seiner ausgestreckten Handfläche beginnen Funken zu tanzen. Die Halbelfe legt ihre Hand auf seine Schulter. Rigonga, kommt schon, lass sie gehen. Es ist eine Sache, sie im Kampf zu töten, aber sie unbewaffnet hinzurichten, gönnt ihr doch die Freude, frei zu sein. Habt ihr den Verstand verloren, Octavia? Dieser Abschaum gehört zur Technikliga. Sie hat uns eigenhändig gefesselt. Und ihr wollt ihr vergeben? Denkt ihr, sie wird es euch danken? Ha, sie wird euch... Sie wird eine neue Bande um sich scharen und uns wieder gefangen nehmen. Bevor ich über ihr Schicksal entscheide, möchte ich ihr gerne einige Fragen stellen. Ich werde euch alles erzählen, ich weiß viel, ihr werdet sehen, ich bin euch lebend weit nützlicher als tot. Ist es normal, dass die Technikliga willkürlich Leute gefangen nimmt und versklavt? Kalana zuckt mit den Schultern. Die Technikliga ist so stark, weil sie sich nicht scheut, sich Dinge, die sie braucht, zu nehmen, egal was das Gesetz dazu sagt. Uns fehlt ein Sklave, wir haben euch unterschätzt, das war natürlich ein Fehler, dafür entschuldige ich mich. Was macht ihr in diesem Teil der Welt? Ich wurde von Maestro Janusz geschickt. Er ist eine sehr bedeutende Person und ein mächtiger Magier, der diese undankbaren Sklaven alles gelehrt hat, was sie wissen. Er wird außer sich sein, wenn er erfährt, dass sie frei sind. Und denjenigen gewiss aufspüren, der das Eigentum der Technikliga gestohlen hat. Glaubt mir, mich braucht er dazu nicht. Ob er mich nun tötet oder nicht, er wird euch in kürzester Zeit finden. Ihr sagt, dieser Magistro wird uns trotzdem finden? Dann bringt es uns ja gar nichts, euch zu verschonen. Ihr solltet den Maestro nicht verärgern. Wenn ihr mich tötet, wird er sehr wütend sein. Oh, ich habe ja solche Angst. Wisst ihr, ich mag es, wenn Sklaventreiber und andere Arschlöcher sauer auf mich sind. Dann kann ich sie in Stücke schneiden. Warum habt ihr diese beiden in Ketten gelegt? Weil sie uns gehören. Die Technik hat viel Geld in die beiden investiert. Wir haben sie gefüttert und gut behandelt. Sogar die Magie haben wir sie jahrelang gelehrt. Sie haben uns ein Vermögen gekostet und wir werden sie nicht freilassen, egal was eure hiesigen Gesetze sagen. Wir sind absolut im Recht. Erzählt mir von der Technikliga. Sie ist eine uralte Allianz der Magier und Scholaren, der numerianischen Ödlande und ihrer Technologien. Wir sind die mächtigste Organisation in ganz Numeria. Wir besitzen Fähigkeiten, von denen die
Eingeweihten nur träumen können. Und unsere Agenten sind überall, nicht nur in Numeria. Glaubt mir, diese Leute wollt ihr nicht zu euren Feinden machen. Nur ehrlose Feiglinge halten schiere Macht für einen guten Grund, ein Bündnis zu schließen. Hört mir zu, trefft keine übereilte Entscheidung. Ich bin eine wichtige Person innerhalb der Technikliga. Ich habe Beziehungen. Ihr werdet von einer solchen Verbündeten nur profitieren. Erkennt ihr jetzt, was für ein Miststück sie ist? Geht mir aus dem Weg, damit ich sie rösten kann. Es ist eine gerechte Sache, seinen Peiniger zu bestrafen. Tötet sie, Regungar. Der Halbock entblößt triumphiert seine Zähne und hebt seine Hand an der Blitze züngeln. Ich röste dich mit meinem Herzen. Ich wollte euch den Sieg nicht verderben, aber andererseits hat sie es ja verdient. Octavia ist ein heißes Gerät, ey. Hammer. Aha, wir sind frei, nicht zu fassen. Frei wie Vögel im Wind. Puh. Regongar nimmt Octavia in die Arme, die ihrerseits lacht und ihn auf die Lippen küsst. Naja, und sie ist vergeben. Danke, ihr ahnt nicht, wie lange wir versucht haben, die Technik der Technikliga zu entkommen. Das ist ein Wunder. Wie wurdet ihr denn von Kalana gefangen genommen? Ich weiß nicht mehr, wie oft wir versucht haben zu fliehen. Wir haben wirklich alles versucht, wurden aber jedes Mal gefasst. Und dann haben sie uns einfach woanders hingebracht. Ich weiß nicht, wer uns hätte kaufen sollen. Aber stellt euch vor, wie glücklich wir waren, als wir erfuhren, dass sie uns in die Flusskönigreiche bringen, wo die Sklaverei verboten ist. In der Tat, wir haben so oft versucht zu fliehen, doch am Ende hat uns die Liga selbst in freie Gefilde gebracht. Unter schwerer Bewachung. Das kann ich euch versichern. Wärt ihr nicht gewesen, wer weiß, wohin sie uns als nächstes gebracht hätten. Wer seid ihr eigentlich? Ich bin Regongar und das hier ist Octavia. Diese verfluchten Numerianer haben uns als Sklaven gehalten, aber wir sind keine einfachen Schatzsucher. Seht ihr, wie viele Leute uns bewacht haben? Das liegt daran, dass wir Magie einsetzen. Und ich bin nicht übel mit einer Klinge, wo wir gerade dabei sind. Die sind nicht übel, wir können sie unserer Gruppe gebrauchen. Boah, ich kann die auch angreifen und töten. Ihr seid gute Kämpfer, wollt ihr euch unserer Gruppe anschließen? Natürlich, Octavia, was sagt ihr? Ich würde mich euch gerne anschließen. Oh, Octavia ist heiß, ey. Und er ist ein Kampfzauberer. Ich will eigentlich gar keinen zu Hause lassen oder zurücklassen. Aber ich will natürlich auch mal gucken, wie die sind. Keine Waffenverbesserungen. Und du bist auch ein Zauberer, aber was für einer? Chaotisch gut veranlagt. Ach, sie ist eine Schurkenmagierin. Und du bist ein Blutmagus. Also eigentlich haben wir für Octavia keinen Platz. I'm there. Ein nicht identifizierter Helm. Und alle, die ich jetzt rausgenommen habe, die sind einfach weg. Die sind zurückgegangen. In due time. Befreien wir noch die Gefangenen. Freiheit, Freiheit. That was easy. Um Speisen herzustellen.
Ja, so viel zu der Technikliga erstmal. Dann sehen wir uns morgen wieder, wenn wir weiterziehen. Obwohl, wir sollten erstmal rasten gemeinsam. Nach jeder guten Schlacht brauchst du eine Rast. Du kannst dir bei der Jagd helfen. Octavia kann Alarm einrichten. Octavia gibt einen Alarmzauber, der eine Wachschicht andauert und vor allen Feinden in der Umgebung warnt. Einschüchternde Statur. Die meisten Feinde, die schwächer sind als Rigonga, werden eine Auseinandersetzung mit ihm meiden und euer Lager nicht angreifen. Entspannt euch. Und wir sehen uns dann morgen wieder. In some booze. When I get to a tavern, I'll lock myself inside and won't come out until.